Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Seven FPS to die. So, ich mach Lagerfeuer wieder aus, ne? Ein bisschen Holz sparen. Ach ja, ja, stimmt. Bäume sind selten in dieser Welt, da muss. Ne, wir müssen da nicht auch noch zum. Ne, und so. Und das war da auch mal gucken. Alles klar, ja, Entschuldigung. Okay, hier waren Waffen drin, dann tue ich mal die Machete da rein. Die kann ich nämlich momentan noch nicht reparieren. So, die Fackel behalte ich mal, die Steinschaufel behalte ich auch, die müsste ich mal reparieren. Den Compoundbogen. Boah, wie nutzt der sich denn so schnell ab? Der ist schon bei mir bald auf die Hälfte runter. Okay, der war aber auch, glaube ich, nicht komplett ganz, ne? Okay, weiß ich nicht mehr. Ehrlich gesagt. Okay, Stahlpfeile behalte ich. Die 7,62 mm Patronen brauche ich auch nicht. Tue ich auch mal hier in die Dingenskiste. Da sind noch Patronenhülsen, die du reingetan hast. Hülsen. Oh, es regnet. Oh. Das ist das erste Mal. Oh, vielleicht wird das Feld dann ja fruchtbar draußen. Wahrscheinlich nicht. Das wäre cool. Ich glaube nicht. Hm? Ja, wollen wir mal Richtung Stadt laufen oder was? Warte, ich guck mal kurz. Boah, Alter, das Feld. Cool, jetzt sieht das noch trostloser aus, wenn man hier so hinguckt. Ich mach mal die Tür zu, ne? Vorsichtshalber. Ach ja. Ja, besser ist es vielleicht. So, ich repariere nochmal kurz die Schaufel, dann kann ich nochmal Lehm holen für später. Kann ich nicht reparieren, weil ich keine Steine habe. Okay, ich brauche wieder Steine. Hast du die Steine noch? Nee, die sind oben in der Dings, glaube ich. Soll ich mitnehmen? Ja. Nee, ist okay, wir finden bestimmt Steine unterwegs, dann hole ich neue. So. Da sind noch unsere Wildschweine, Tobi. Da machen wir mal zu Weihnachten, ne? Ja, lecker Schmecker. Ja. Schönes Wildgulasch. Oder Thanksgiving, einfach statt ein Truthahn, aber ein Trutschwein. Apfel ins Maul, dann geht das schon. Du musst übrigens deine Fackel auswählen, weil sonst wirst du kalt und nass. Kalt und nass bin ich mir am liebsten. Was? Oh, warte mal. Ah. Also Vogeleier nehme ich jetzt einfach mal mit, aber ich esse die nicht direkt. Ja, du kannst wahrscheinlich eh nicht kochen, weil du das Rezept dazu wahrscheinlich nicht hast. Ah ja. Okay, nächstes Mal nehme ich das Chefkoch-Rezept. Also der Chefkoch-Skill. Perk. Was auch immer. Ach, da gibt's eins? Ja. Ah, okay. Brauchen wir aber nicht beide, glaube ich, ne? Reicht ja, wenn einer kocht. Ja. So, kleiner Stein. Über Ecke. Hier ist wieder Müll. Oh, leeres Glas und 10 Papier. Juhu. Oh, nice. Ein schönes Glas aus dem Müll. Das nehme ich mit Skill. Wie machen wir das? Eigentlich können wir doch hier rumballern, oder? Willst du erstmal in deine Kiste vielleicht gehen? Wie in meine Kiste? Willst ist da noch was drin hier in dem Haus? Achso, das war... Ja, können wir mal gucken, natürlich. Und vor allem können wir mal gucken, ob wir da vielleicht was abbauen können in dem Haus. Und wir können mal in den Keller gehen. Wir knallen die einfach nieder. Wir kommen ja nicht mehr hierher, ist ja nicht unsere Base. Oh, warte, aber erstmal ist hier natürlich... Guck mal hier. Ne? Ach, das kann man abbauen. Ja, ja. Boah, das ist sehr leise. Was ist eigentlich mit den Dingern hier? Was kriege ich denn da? Oh, das dauert sehr lange. Da kriege ich ganz normale Steine oder was? Einfach nur? Echt? Ja, ich warte mal ab gerade. Okay, Axt ist kaputt. Ach ja, cool. Aber kriegt man da sonst noch was am Ende? 7 Steine kriege ich da nochmal. Oh, das ist nice. Ja, gut, aber Steine kriegen wir in der Natur ja überall. Ich würde gerne von den Autos irgendwie Stahl kriegen. Oh, hier liegt noch Eisen. Ich trau mich mal hier. Mach doch mal Carsten. Ja. Entschuldigung. So. Auf jeden Fall sollten wir wirklich Eisen sammeln, so viel es geht. Und ich find's eigentlich doof, dass man Autos nicht abbauen kann und dabei Eisen kriegt, sondern dass man... Okay, was ist das? Gronkh, Autos sind aus Blech. Ja. Ich fahre nur Stahlautos. Panzer! Ich fahre nur Panzergirls. Okay, einen Einkaufswagen zu demolieren. Alter, wie lange das dauert. Als wäre der echt aus Stahl. Kennst du dich damit aus, oder was? Ja, ich probiere es gerade live. Achso, ich dachte, warst du wieder bei Netto. Mit so einem Einkaufswagen so einen riesigen Berg runterrollen. Boah. Oh, 9 Stahl gibt er aber. Okay, hier kriegt man wirklich nur Benzin beim Auto, wenn man das abbaut. Tobi, ich gehe hier mal rein.
Oh, ich habe eine Luftfiltermine gefunden. Das ist sehr gut. Hier ist nichts. Oh, hier kriege ich Stahl, wenn ich das abbaue. Oh, nice. Dauert zwar Ewigkeiten, aber ich mach das mal. Das erste, was wir uns machen, sind Eisenäxte, ne? Ja. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz gut. Hier gibt es nicht sehr viel Stahl, aber ich glaube am Ende, vielleicht wird es sich ja lohnen. Also wenn du auch hier im Dorf irgendwo nochmal einen Zementmischer findest. Ja. Bau ihn ab. Oh. Zementmischer. Aber kann man denn nicht das Zement, was wir gefunden haben, vielleicht durchmischen? Der ist destroyed. Ja gut, dann baue ich ihn ab. Oh, das ist laut. Okay, da kriegt man keinen Bonus. Und das hier? Auch Eisen. Ist aber nicht sehr viel, glaube ich. Hm. Ja, wir brauchen dringend die Eisenaxt, glaube ich. Die Steinaxt ist einfach so... Was denn? Der Zementmischer hat gerade 150 Eisen gebraucht. Was? Ja. Boah! Leck mir am Arsch! Oh, und wenn du Destroyed Workbenches findest, die bringen genauso viel. Oh, wir haben noch eine bei uns. Ja. Okay, die Dinger, alles was ich hier finde. Warte mal, hier ist ein Destroyed Workbench. Ja. Bau die ab und guck einfach nur oben rechts hin. Geil! Ja, da baller ich aber richtig rein. Die Zuschauer freuen sich schon so geil, die gehen nämlich looten, so weißt du. Dann stehen die da und bauen einfach. Fünf Stunden nur reisen. Okay, wenn man die Wand abbaut, gibt es bestimmt Stein, aber das dauert mir, glaube ich, zu lange. Das Ding ist, wir können uns halt erst eine Eisenaxt bauen, wenn wir den scheiß Schmiedeofen haben, ne? Oh, da müssen wir gleich mal gucken, was der kostet, ne? Oh ja. Mensch, da ist ein Zombie übrigens, sehe ich gerade. Oh, wir müssen aufpassen. Ich komme dem gleich mal zuvor und baller dem mal was in den Kopf. Achso, der Gegenstand muss repariert werden. Ich dachte, das wäre jetzt Ausdauer runter. So, na. Okay, trotz Maisfeld ist mein XP-Balken nur in Anführungszeichen auf der Hälfte. Was? Ja, das ist echt widerlich. Finde ich gut. Nee, ich auch nicht. Bin ich dagegen. Nee, verstehe ich aber auch. So, ich greife mal einen Zombie an, ja? Ja, mach ruhig. Oh, das sind die falschen Bögen. Oh, naja. Die hat echt keinen guten Tag gehabt. Oh, da ist der nächste aufmerksam geworden. Oh, gleich zwei sogar. Oh, der lebt. Oh, fuck, der lebt noch. Oh. Das treffe ich wieder nicht. Oh, nö, alles gut, glaube ich. Oh, wenn ich mal treffen würde. Oh, Mann! Ich hasse das, wenn man durch die durchschlägt. Ja. Boah, das finde ich so zum Kotzen. Entschuldigung, reg mich immer auf. Scheiße, du. Ja, Scheiße. Da hau ich auch mal auf den Kopf, Junge. Oh, fuck. Okay, an der Steigung erstmal immer weglaufen. Oh. Da erwischen die dich gut. Alter, die Kämpfe sind echt furchtbar. Wir sind rumgezuppelt immer. Okay. Ich hoffe, das war's. Erstmal. Oh. Hier, wo ich gerade bin? Oh, fuck. Ich bin hungrig. Was denn? Oh. Hier, wo ich gerade war... ist eine Werkbank, die noch funktioniert. Das ist sehr gut. Und hier ist ein Zombie, der noch funktioniert. Hast du gerade geschossen? Ja, ich muss. Cool, ich krieg XP dafür. Leider. Ich bin nämlich in eine Falle getreten und bin in den Keller gefallen. Oh! Warum ist der auf einmal so laut? Boah! Hab ich mich erschrocken hier gerade.
Okay, alles klar. Ciao, Freunde. Bingo, bongo. Ich bin weg. Uff, ich habe noch 10 HP. Oh, ich bin Level 8, alles klar. Du musst echt aufpassen, wo du hintrittst. Ne? Ich bin ja gerade auch in so einem Kellerverlies. Und hier kommen gerade ganz viele andere Zombies noch. Ich bin zum Glück abgehauen, weil da noch 2 Zombies von außen runterkamen gerade. Boah. Ich habe gerade natürlich nichts zum Healen da und nichts. Ich habe, ein bisschen Eier kann ich essen. Also kann sein, dass ich gleich tot bin vielleicht. Was? Ja, ich habe noch 10 HP. Oh, ich habe auch nichts zum Healen, was ich dir jetzt noch vorbeibringen könnte. Na, halb so wild. Weil ich hier auch gar nicht rauskomme gerade. Ich bin einfach gefangen. Dieses durch die Zombies schlagen, oder? Dieses Rockerl! Fuck. Was denn? Wenn die Zombies einfach manchmal gar nicht hört. Ja. Mistvieh, Alter. Oh, ich bin Level 7. Cool. Ja, gern geschehen. Oh, danke. Haben wir ja so ein paar YMCM-Zombies. YMCA. Ob man in eine leere Dose sich Essen kochen kann, was man dann versteht? Ja, leere Dose geht. Leere Dose geht als Kochding für einige Sachen, habe ich vorhin gesehen. Aber ich weiß nicht genau, für was alles. Hä, wo sind die beiden anderen geblieben? Da waren doch noch 2 Zombies. Oh, einer, ein wie so ein Kriechender. Oh, die hasse ich ja. Ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich mit dem Kriechenden. Oh, hier ist ich suche Vogelnest. Ah, haha, geil, ein Ei. Hier ist eine Baustelle. Offenbar mit Zombie. Ich dachte, auf einer Baustelle gibt es vielleicht viel Eisen. Ja, wenn du Betondings findest, hau weg, Alter. Also jemand hat hier schon Müllcontainer angehauen, wie es aussieht. Oh, das war ich. Um zu testen, wie viel Eisen es gibt bestimmt. Was? Habe ich auch gerade gemacht. Also sag mal, dieses Durchschlagen bei denen immer, das ist so nervig. Oh, Gegenstand muss repariert werden. Ciao. Oh. Moin. Wo ist er denn da? Moin. Oh, der Kriecher, den darf ich nicht vergessen. Oh, fuck. Der Kriecher hat aber auch eine lange Hitbox, glaube ich. Die Kriecher sind richtig mies. Oh, Alter. Jetzt. Was war das denn? Oh. Okay, das waren die beiden. Dann kann ich ja doch nochmal nach unten gehen. Ich hoffe... Da waren noch 2 Zombies. Mal gucken, ob ich die wegkriege. Hello, friendos. Ach doch, da ist ja noch. Schreit aber nicht so rum hier, Mensch. Meine Güte. Hast du schon Stuff gefunden, ein bisschen was? Ja, oder? Warte, ich bin gerade auf der Flucht. Ja, ich versuche ja gerade in dieses Haus einzudringen, aber es ist halt echt nicht so leicht. Cheerleader, ich habe ja Cheerleader und Mützenkarl hier vor mir. Problem ist, die sind gar nicht mal so langsam. Ist er tot? Ja. Glaube ich. Ja, okay. Was denn? Diese Zombies, die aus irgendwelchen random Schränken gekrabbelt kommen. Ja, die sind sehr bösartig. Du schießt immer gerne, ne? Ja, das schaffst du alles ja hier nicht. Also ich zumindest. Danke für den Level Up. Schon wieder Level Up. Erik, das ist gar kein Problem für dich. Cool. Für mich. Für dich. Also von mir für dich. Oh, ich hab 14 Stofffetzen gefunden. Die werden wir später noch brauchen können.
Leere Waschmaschine. Leere Waschmaschine bringt auch gar nichts. Okay. Ich hau mir nochmal ein Ei rein. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, ich hab Hundefutter gefunden, Erik. Boah, da kann man nachher richtig schlemmen. Oh. Vielleicht kann man ja Hunde adoptieren. Also ich muss sagen, ich bin relativ froh. Es scheint hier sehr viele Krankenschwestern zu geben, die alle tiefen Ausschnitt tragen. Der Gesundheit ist damit Genüge getan. Oh ja, zwei Krankenschwestern habe ich hier gerade. Boah, hier hat gerade ein Zombie hat gerade einen fetten Sack fallen gelassen mit irgendwas. So ein Sportbag. Was? Ja. Ich komme leider gerade nicht dran, weil hier noch zwei Krankenschwestern meine Dienste benötigen. Ich bin der Chefarzt, ich komme ja mit der Spritze. So. Oh. Okay, behandelt werden möchte ich bei dem mal lieber nicht. Hä, die eine ist auch tot? Lieber nochmal draufhauen. Okay. Durchsuche dropped loot. Zwei Eisenhelme, Tobi. Was? Ich habe zwei Eisenhelme gefunden. What? Ich glaube, ich habe gerade den alten Fritz habe ich gerade umgebracht wahrscheinlich. So, bringt das denn was? Einen alten Kühlschrank abbauen? Überhaupt nichts, wa? Nee. Und ein Sofa? Oh, Sofa bringt Stofffetzen übrigens, wenn man alte Sofas abbaut. Und Bürostuhl bestimmt auch. Okay, Bürostuhl bringt gar nichts. Ah doch, bringt Leder und Eisen ein bisschen. Oh cool. Oh, hab ich den Schrank schon durchsucht? Nee, okay. Oh nice. Okay, hier fliegt eine Lampe. Ich hab jetzt fast ein Haus durchsucht und muss schon wieder fast zurück. Echt? Ich finde hier kaum was irgendwie. Was? Ja, ja. Oh, ein Zombie, der um die Ecke wartet. Was ist denn mit dir? Ernst? Plum, 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 plum. Oh, da liegt er noch. Puh, was für eine Finte. Hä, wieso? Ich treffe schon wieder nicht. Okay, jetzt ist aber... endgültig dahin. Boah, der Zombie wartet hier genau an so einem Untereingang. Wenn man vom Keller reinkommt, dann wartet er genau so. Und hier sind, da sind noch mehrere. Okay. Ja. Da kommt gleich noch ein ganzer Full. Hey. Entschuldigung. Das ist so ein Geheimraum, glaube ich. Ich habe gerade ein Dings gefunden. Mhm. Ein Waffenschrank, aber der halt versperrt ist. Also so einen fetten Safe. Euer Waffenschrank. Ja, so einen habe ich auch schon gefunden. Ich habe schon wieder ein Lootpack gefunden. Oh nice. 629 Jetons aus Dukes Casino. Okay. Ach cool, da habe ich vorhin auch welche gefunden. Aber nicht so viele. Was mache ich denn damit? Alter, wie viel ist das denn noch hier? Das ganze Haus ist voller Zombies, Tobi. Das ganze Haus. Wie viele Einwohner müssen das hier gewesen sein? Oh nein, Freeze. Oh, 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 bloß weg. So. Zwischendurch mal reparieren. Da hinten steht noch einer. Hier kommt keiner durch. Hier ist die Küche.
Ja, hallo, mein Gutester. Dürfte ich Ihnen mal eine Axt präsentieren? Oh, wo geht's denn hier? Oh, hier müssen wir. Was? Bist du das? Nee. Was denn? Was ist das? Da steht er wieder auf. Okay. Toll. In der Ferne ballert der Tobi alle weg. Ich habe gerade falsche Taste gedrückt. Oh, okay. Ich dachte vor allem, wenn man ballert, kommen die alle vielleicht. Oh, ich weiß es nicht, aber anders da, hier, da kommen sie hier nicht voran. Ich habe ja noch so eine korpulente Dame gerade. Weil der ist fies, die stolpert manchmal vorwärts, da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber jetzt ist die tot. Rumsti-bumsti. Okay. Ich habe das Gefühl, ich mache hier gerade nur Zombies tot. Wo kommt denn dieses Geräusch her? Von draußen vom Walde. Okay, durchsuche Müllpresse. Huch. 6 Papier, ein Maismehl, ein Lederponcho und eine Flasche Wasser in der Müllpresse. Okay, sonst kommt aber nicht viel raus. Hey, Level 10! Hä? Ich habe 3 Fertigkeitspunkte, die ich noch nicht verwendet habe. Oh, nice. Lohnt sich offenbar, die ganzen Zombies platt zu machen. Ja, das stimmt. So. Ja, wo denn? 15 Farbe, eine leere Dose, eine Hühnersuppe. Und jetzt bin ich überladen. Ich esse mal eine Hühnersuppe, Tobi. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Nee, sehe ich nicht. Ah, Hühnersäppchen. Und Wasser, ich muss auch trinken. Okay. So. Durchsuche Schrank. Okay. Noch eine Flasche Wasser, noch eine leere Dose. Leere Schrank. Oh, Honig. Noch mehr Wasser. Alter, die sich angeschlichen. Oh, voller Schocken. Ja, das ist hier öfter leider mal. Hätte ich gerade auch schon 2-mal. Richtig mies. Also ist natürlich nur fair, weil wir von dir natürlich sehr viel mehr wegholzen. Nee, sehe ich nicht. Okay, ja. Das Anschleichen hat's aber bereut, Tobi, das kann ich ja sagen. So, 10 Nägel, 9 Blei, Schießpulver, Alter, ich bin so überladen. Aber eigentlich sollten wir Eisen suchen. Puh, noch mehr Blei. Ich komme zurück mit richtig Blei in den Taschen. Blei. Ich werde dann aber gleich, glaube ich, mal zurücklaufen. Ja, ich muss auch ablegen. Auf jeden Fall. Ich bin echt komplett voll. Ich auch. So. Ich hätte halt gerne diese Waffenkiste hier noch aufgemacht. So, Glaskrüge und sowas bringe ich auch zurück. So, 16 Uhr. Na, da ist ja auch wieder Zeit. Hier sind wir. So. Okay. Durchsuche moderne Toilette. 5 trübes Wasser. Frisch aus dem Klo abgeschöpft. Nicht erschrecken, Erik. Was denn? Was machst du da? Aufräumen. Okay. So, hier ist, glaube ich, noch ein Geheimraum. Ich glaube, hier ist noch ein Geheimraum. Da muss ich mal durch. 2000 XP. Alter. Okay. So. Wo bist du gerade? Ich bin gerade in diesem Haus, wo die Garagen runtergehen. Ah ja. Okay. Da habe ich gerade noch einen Geheimraum irgendwie entdeckt. Unter der Treppe. Und da ist eine Kiste. Ich laufe schon mal zurück. Hier ist irgendwie so ein alter Zombie, der schon angefressen wurde. Oder so ein Typ, der angefressen wurde. Du hast keine Eisenaxt dabei, ne? Doch. Ich komme.
Oh, warte, geht auch so. Hier ist so eine Working Stiff Frachtkiste wieder. Warte, ich komm. Ja, hab ich. Ich hab die aber schon offen, glaube ich. Ach so. Ja, 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 alles gut. Okay. Electrical Parts. 2 Eisenspitzhacken, 27 Holzrahmen und ein Schraubenschlüssel, Tobi. Eisenspitzhacken? 2. Boah, was? Mega. Ah, ich hoffe, hier ist jetzt kein Zombie auf dem Rückweg, weil es ist hier sehr laut auf einmal. Aber ich glaube, das bist du. Mit deinem Anhang. Nee, nee. Nee? Oh, nee, die sind alle tot. Ach, du bist das, hi. Okay. Ich war gerade vorsichtig, ich wollte gerade schon loslegen. Moin, Tobi. Ich kann nicht mehr schneller laufen. Also so. Oh ja, ich auch nicht. So. Oh, ich habe so viel Kram dabei, Mann. Das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Ich habe nur das Haus hier geschafft. Hier waren halt ich habe auch nur ein Haus geschafft. Ach so, ich habe auch nur ein einziges. Oh, halt Nebel. Ah, Nebel und... Oh, Alter, die Straße jetzt hier hochzukommen ist natürlich auch... Ich bin irgendwie in eine Garage reingelaufen, da war noch diese Werkbank gewesen. Und bin dann aber in eine Falle getreten und in den Keller gestolpert. Oh, das ist ja geil. Und von da aus dann in dieses Haus rein und das irgendwie 3 Stockwerke hat und mehr habe ich nicht geschafft. Oh, nice. Okay, ganz kurze Frage. Waren wir hier schon drin auf dem Rückweg mal ganz kurz reinschneiden? Das ja, da war ich schon drin. Das ist unser Haus. Ja, genau. Deswegen frage ich. Hast du alles ausgeräumt? Ja, ne? Ja, ja. Hier war nichts, ja. Okay. Ich bin auch ein bisschen überladen gerade. Könnte sich jetzt ein bisschen ziehen, ne? Ja, was willst du machen, ne? Also wenn looten, dann... Oh, leeres Vogelnest. Schade. Ja, wenn looten, dann richtig, ne? Ja, eben. So. Halbe Sachen machen wir dann nicht. Aber Eisen habe ich jetzt nicht so viel, wie ich dachte. Nee? Ich wollte eigentlich mehr Eisen holen, aber dann habe ich einfach alles mitgenommen. Es ist halt dieser Fluch. Ja gut, wir brauchen aber auch alles davon. Ja, richtig. Die Welt ist tot. Natürlich muss man gucken, wie man überlebt. Ja. Ich frage mich, ob man Boden düngen muss. Mit Asche oder sowas. Um, ne? Meinst du, das ist so übertrieben? Naja, man muss Boden, glaube ich, fruchtbar machen. Ich nehme Baumwolle und Chrysanthemen mit. Mit Chrysanthemen kann man Tee machen. Hm, was? 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 Kann man Penis mit... Also, egal. Du willst aus deinem Penis Tee machen? Also, wenn es um die Fruchtbarkeit des Bodens geht. Ah, ja gut, dann. Ja, klar. Aber du spülst ja immer alles weg. Das ist ja das Problem dabei. Wir haben darüber gesprochen, Tobi. Alter, hier gibt's lauter Baumwolle und Chrysanthemen hier. Guck mal, ist ein riesiges Feld. Voll krass. Wir haben hier eigentlich alles. Goldrutenpflanze, Chrysantheme. Vielleicht keine gute Idee, das jetzt zu machen, wenn man sowieso schon überladen ist. Gehst du schon nach Hause oder bist du hier gerade am Ernten? Ich stehe hier gerade noch, aber ich ernte nicht mehr. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Achso, okay, ja gut, dann lass mal gehen. Ich bin fully loaded. Also Bauernhaus ist eigentlich echt eine gute Location. Ich habe nur ein bisschen Angst. Tag 7, ja. Ne, da wird natürlich dann puh. Wir müssen noch Vorbereitungen treffen. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht genau welche. Boah, Wetter ist heute aber nicht so gut, Tobi. Oh, jetzt kommt es auch noch raus. Ja, aber guck mal. Ja, das ist grau mit der Sonne. Das ist ja, huch, was sind die Schweine? Ach, na ja, so. Geht doch. Na gut, ja, wenn du das sagst. Na gut. So, ich hoffe, wir hatten keinen unliebsamen Besuch. Ha, schön wieder daheim zu sein, ne? Ja, das stimmt. Ah. Das war ein schöner Ausflug in die Stadt. Ich hätte gerne noch was bei McDonald's gegessen, aber naja, man kann nicht alles haben. Gäbe es doch nur noch ein McDonald's. Es würde die Welt so viel leichter machen. So, Vorsicht unter mir. Ich habe echt viel Zeug in den Taschen. Kann sein, dass ich runterfalle. Okay. So. Oh Mann. So. Jetzt noch schön zu McDrive fahren. Oh Mann. Schön Big King oder so. Big King ist ja schon so ein Mac. Hier, wie heißt der? Big Tasty. Speichelgurgel. So, oh Gott. Ich tue erstmal alles rein. Wasser kommt hier nicht mehr rein, ne? Das kommt jetzt in anderen Dingens da. Ja. Essenssachen in das andere Ding. Leere Dosen. Tue ich auch hier mal rein. Farbe. Maismehl gehört zu Essen. Leder. 9 mm Runde.
Ah, jetzt tue ich drüben rein. Hier sind Stofffetzen, 31 Stofffetzen, das ist gut. Wir ziehen können jetzt da ein paar Eisen, 141 immerhin. Das behalte ich aber mal. Glaskrug. Muss man trübes Wasser eigentlich aufkochen oder was macht man damit? Ja, genau. Okay. Ah, das ist so viel Stuff einfach. Okay, ich glaube, waffenmäßig habe ich, glaube ich, nicht so viel gefunden. Aber was ich mal mache. Rechtsklick und halten und. Ach so, das sind nicht zwei Eisenhelme. Das sind Level 2 Eisenhelme. Tut mir leid. Ja, macht aber nichts. Ist doch trotzdem gut. So, ich guck mal eben. Hey. Alter, was? Alter. Boah. Bisschen Copyright-Infringement und Fallout, wa? Boah, Alter, voll das Ding. Hier, warte mal, ich hab noch was für dich. Alter. Wahrscheinlich, ich kann mich selber nicht drehen, diesen komischen Fenster. Mit diesen komischen Gothic-Boots. Oh, Taschenlampe, nice. Das ist ja geil. Hier, da du immer überfüllt bist, dachte ich mir, gebe ich dir das. Hä, was ist das denn? Double Storage Pocket? Ja. Was kann ich damit machen? Zerlegen, cool. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich glaub, da war Storage drin, also. Oh, ich glaube, das macht man mit dem Rucksack später, oder? Weil das ist ja so ein Crafting-Ding, das hat so Räder oben. Ach, das ist zum Craften, okay. Into your armor kann man das craften. Ah, okay. Bei installing this modification, aber wie install ich denn die Modification? Ah, ja, genau, du hast doch eine Rüstung gefunden. Ja, ein Poncho halt, ne? Aber da kann ich, glaube ich, nix. Ach so. Weil wenn du da drauf drückst auf den Poncho und kannst du eigentlich auf Modify gehen. Das nur so mal ab. Geht das so? Nee, kann ich gar nicht modifieren. Einmal. Kampfanzug Oberteil habe ich noch. Erhalte Kampfanzug Oberteil. Erhalte mit diesem Baumwollhemd etwas Schutz gegen die Witterung. Was? Das ist also mein Kampfanzug? Okay, was steht bei den Gothic Boots? Lederkleidung kombiniert sehr guten Schutz vor den Witterungen und Schutz vor anderen Schadensarten. Okay. Und die Maske ist halt Eisenhelm. Bietet guten Schutz vor Schlag- und Stichschaden, schützt aber nicht vor der Witterung. Okay. Achso, warte, hier für Tag 7 übrigens auch noch. Ich weiß nicht, vielleicht willst du das ja irgendwo hinsetzen. Stahlgerüst. Ah, okay. Ich pack die erstmal hier rein, ne? Die Stahlgerüste. Ja. Ja. Und was ich noch gefunden habe, ist, Achtung, ein Reparaturkit. Oh, cool. Aus Stoff, Öl, Klebeband und geschmiedeten Eisen dienen dazu, Waffen, motorisierte Werkzeuge, Fahrzeuge und mehr zu reparieren. Okay, das ist nice. Ich weiß jetzt aber nicht, kann ich jetzt hingehen und kann einfach ein Auto reparieren? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weil der sagt, also da stand ja Auto reparieren. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Also, ja, Autofahren sollte gehen. Ich glaube, ich bin damals auch Auto gefahren. Was, echt? Ja. Okay, krass. Okay, wir haben 300 Eisen. Okay, ich habe 141 habe ich noch. Ja, perfekt. Ist doch schon mal was. Ja, mal gucken, was das wird, ne? Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Nein, ich koche mal kurz Wasser, damit wir das auch mal einheitlich haben. Kann ich trübes Wasser... Ach, hier mit den Rezepten muss ich da links. Alles klar, Flasche Wasser. Zack, kochen. Okay. Boah, das dauert auch ganz schön lange. Das dauert seine 2-3 Minuten, ja. Okay, dann mach ich hier mal so lange Dose Erbsen, Glas Honig, noch ein Maiskolben. Und diese Gewürze mache ich mal unten rein. Chrysanthemen und sowas mache ich mal hier unten in die Kiste mit rein. Maismehl. Ja, 2 Eier kann ich eigentlich auch noch kochen. Rick, hast du eigentlich gesehen, was sie uns hier Schönes hingestellt haben? Nee, gerade noch nicht, warte. Kann ich die Eier noch hier einordnen? Ah, ich kann die Eier nicht machen, weil ich das Rezept nicht habe, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, sicherlich. So, oder? Ah, doch geht, Tobi. Ich kann Eier kochen. Da brauche ich kein Rezept. Da braucht man kein Rezept für, das ist ja unglaublich. So, was denn? Oh. Hast du die wirklich mitgenommen? Ja, klar. Topfpflanze und Stühle. Schade, dass man sie nicht setzen kann, ne?
Ja, das ist ein bisschen schade, das stimmt. Ne, so ein bisschen Roleplay-mäßig. Finde ich gut. Sieht viel wohnlicher aus jetzt. Ja. So, kann ich ja noch sehen? Achso, der kocht nichts mehr, glaube ich, ne? So, zwei gekochte Eier. Oh, okay. Ich kann in die Truhe nicht mehr. Aber du bist gerade in der Truhe, ne? Ja, warte, ich bin gleich weg. Okay, ja, easy. Ich gehe jetzt nochmal schnell Wasser holen. So. Gekochtes Wasser. Hammer. Das gekochte Ei esse ich mal eben, ja? Ich hoffe, du bist nicht böse. Ja, nee, passt. Gönn dir. Okay. Brauche nämlich ein bisschen was auf den Rippen. Wir sind dann übrigens schon wieder so weit, ne? Das geht immer so schnell. Boah, es wird kalt. Ja? Ja, ich krieg Freezes außenrum. Oh. Fühlt sich an wie 70 Grad Fahrenheit. Okay, kann man das auf Celsius ändern vielleicht? Hä, wir haben zurückgelegte Kilometer, aber fühlt sich an wie Fahrenheit. Hä? Was? Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Okay, es dann Nahrung und Wasser. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Nahrung irgendwie auf Dauer. Wobei, ganz ehrlich, ich mach mal kurz Folgendes. Ach nee, kann ich nicht. Das Rezept wäre halt nice für die Maiskolben. Die kannst du aber bestimmt bei dem Trader kaufen. Warte mal, ich teste mal ganz kurz was. Okay, ich mach erstmal das hier. Warte, ich bin sofort weg. Ja, ich nehme mal kurz mal das Wasser und teste mal was. Ich koche nochmal 23 Wasser. Achso, musst du gerade ans Feuer eben? Nee, ist schon fertig. Du kannst mehrere Sachen auf einmal da. Okay, warte. Tja, Tobi, ich mach mal gekochte Maiskolben, wa? Hä, was? Du hast das Kochding gemacht, alles klar. Ja. 15 Geil. Stück. Dafür habe ich 15 Flaschen Wasser geopfert gerade, weil ich echt bescheuert bin. Egal. Die Double Storage Pocket packe ich mal ganz kurz eben hinten in die Kiste. Ich glaube, die können wir momentan noch nicht benutzen. Das können wir später mal machen. Aber geiles Tool. Hä, hast du den Bogen hier reingelegt oder hast du einen neuen gefunden? Ich habe noch einen gefunden. Okay, ich klaue mir den mal. Der ist, glaube ich, Level 2. Ja. Was immer das heißt. Wir können auch immer eine Müllkiste machen für Schrott, weil ich glaube, wir haben so alte Äxte und so ein Scheiß, was wir später so. Wobei, die können wir, glaube ich, auseinandernehmen, ne? Ich glaube, die kann man zerlegen. Ja, oder so. Ach, ist ja schön hier mit den Stühlen und so. Das wird mir richtig gefallen, wenn wir hier sterben zum Blutmond. Jetzt seh doch mal nicht alles so schwarz. Na, Quatsch. Ich flachs doch nur. Weil. So, wo kommen die Maiskolben hier eigentlich raus? Oder hast du die schon rausgenommen? Nee, da kommt das Wasser erstmal raus. Wie viel Wasser kochst du gerade? 23, glaube ich. Du kannst sie aber nochmal rausnehmen. Nice. Ja, egal. Lass sie kochen. Ich müsste nur irgendwann wirklich im Medipack mal. Ich habe immer nur 34 Health die ganze Zeit. Ich habe ein Blutpaket-Kit. Das heißt wahrscheinlich, dass du dir selbst Blut entnehmen kannst. Ja, das will man ja nicht. Musst du aber, glaube ich. Und dann kannst du dir ein Medikit machen. Ah, okay. Hier, also Verband geht, glaube ich, mit Stofffetzen, okay. Stoppe damit Blutungen. Aber hier ist erste... Okay, wir brauchen Aloe-Creme. Erste Hilfeverbände können Blutungen stoppen und Gesundheit wiederherstellen. Das wäre vielleicht mal was. Aber generell wäre vielleicht... Oh, ein Vierfach-Scope. Cool. Boah, krass. Kann man bauen mit zerbrochen... Dafür braucht man 15 zerbrochenes Glas. Okay. Haben wir. Ja, wir brauchen aber noch ein Schematic dafür. Also wir müssen das Rezept erstmal finden, bevor wir das überhaupt machen können. Okay, haben wir nicht. Ja. Aloe Vera Leaf. Wir müssen Aloe Vera finden, glaube ich. So, 13 Wasser. 21 Uhr. Die Nacht über können wir wieder XP boxen, ne? Eigentlich ja. Theoretisch. Ich guck mal kurz. Guck mal, was man machen kann. You can craft first aid bandages and plaster casts. Okay. Oh, kann ich aber nicht machen. Physician. Was brauche ich denn dafür? Intellekt Level 4. Hab ich nicht. Oh, Attribut Intellekt. You can craft poor quality items. Crafting is 5% faster. Okay, Hammer and Forge. You can craft a forge and start building with forged iron. Okay, das wäre vielleicht schon mal ganz gut, da anzufangen.
braucht man 4 Intellekt für, damit wir überhaupt eine Schmiede aufstellen können. Boah, was? Chemistry Stations, Grease Monkey. You can craft bicycles, you can craft mini-bites, motorcycles, Gyrocopter kann man auch craften. Boah, geil. Dauert aber noch ein bisschen. Level 120, Intellekt 10. Oh. Ja, ja. Hier ist Level... Strength Level 2. Ach so. Ah, okay. Nochmal hier. So. Okay, ja, vielleicht hier mal. Okay, Sexual Tyrannosaurus, Reduce Medium Tool Stamina. Okay, ich muss die Packmule wieder machen. Tut mir leid. Ich habe nochmal Packmule gemacht, Level 2. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Das ist eine gute Idee. Packmule ist das, ne? Ah, ja. Hier. Ich habe meine Gesundheit immer noch nicht gehealt. Ich bin schon bei 130. Hm, was 130? Ach so, Gesundheit. Echt? Ach krass. Ich mache das immer so nebenbei, immer mal ein bisschen höher, aber es hielt sich halt nicht komplett hoch, also von daher ist es echt schwach. Ja, okay. So, ah, der Mais. Der Mais. Ich klau mal ganz kurz eingekochten Maiskolben. Ich will mal essen, mal gucken, was passiert. Hab 2 geklaut. Fällt da gleich tot um. So. Gekochte Maiskolben, oh, ich heale. Oder? Ah, ich brauche ein Medipack, um zu healen, okay. Ich brauche erstmal ein Medipack, vorher kann ich nichts machen. Okay. Naja. Wir haben 25 Flaschen Wasser, Erik. Jetzt bei Luxus angekommen, Mann. Ja, und Maiskolben haben wir ja auch ohne Ende. Also wir können hier richtig loslegen, Tobi. Jetzt haben wir es erreicht. Das ist ja Break-Even. Hast du eigentlich jetzt die Flaschen wieder zurückbekommen? Weiß ich gar nicht. Oh, sieht nicht danach aus. Oh. Oh, krass. Okay, das ist aber bescheuert. Das ist sehr bescheuert, tatsächlich. Kann ich das abbrechen? Nee, mach zu Ende. Wir brauchen das Essen ja. Wir haben ja 25 Flaschen Wasser, alles gut. Ja gut, aber dass man, aber ist trotzdem bescheuert. Dass man die Flaschen nicht zurückkriegt, wenn man Mais kocht, damit... Also eigentlich müssten die damit mit bei rauskommen. Ja, oder du müsstest jetzt Glas in deinem Mais haben. Das wäre auch sinnlos. Ja, egal, Hauptsache Gesundheit. Da beim Zahn hast du Zahnfleischbluten. Siehst aus wie der Typ von James Bond. Der Eisenbeiß. Der Beißer, Alter. So. Also Mais kommt hier rausgeschossen. Das ist falsch formuliert. Würde ich mir mal nehmen. So. Okay, warte mal Eisen. So, 440. Ich guck mal kurz mit Eisen. Ich schau mal kurz, ich hab mir das Eisen genommen eben. Ich schau mal eben. Oh, Schiene, ja, sehr gut. Ja, ja, ja. Alteisenklappe, das ist ja toll. Schwarzes Eisengeländer. Da investiere ich jetzt alles rein. Wir brauchen echt nur noch einen Blasebalg, dann könnte ich eine Schmiede bauen. Die wir nicht benutzen können. Weißt du, was wir brauchen? Metallkonstruktionen sind nicht so stabil wie Massivbeton, doch sie verfügen über eine hohe Standsicherheit. Achso, wir wollten ja erst diese... was mit den Äxten eigentlich? Hatte ich die nicht gefunden? Ach, Eisenspitzhacken. Das war auch nur eine. Das war auch nur eine Level 2, ja. Ja, ja, genau. Okay, ich klau mir die. Das brauchen wir hier. Wir brauchen Panzerglasscheiben. Ja gut, das war noch ein bisschen entfernt, oder? Nee. Na gut, dann lege ich gleich los. Überhaupt nicht. Da mache ich sofort. Wir brauchen halt nur, wo wir das blasen können, nennt man das so. Okay, alles klar, Tobi, alles klar. Mhm. Ja, nee, die Spiele halt, ne? Und ansonsten braucht man da eigentlich nur Glas, Stein, Lead, Iron und Clay. Haben wir doch alles. Ja, das ist ein leichtes auf jeden Fall. Okay, das sind Waffen, warte mal, ich geh mal auf Tools. Stacheldrahtzaun. Iron Spike Strap. Ah, wir brauchen geschmiedetes Eisen. Leck mich am Arsch. Also die Wood Spikes können wir auf jeden Fall machen. Die können wir hier richtig schön aufstellen. Kann man auch Fallen machen, wo die reinlaufen irgendwie? Aloe Vera Samen. St-
Stacheldrahtzellen. Okay, warte mal. Mal gucken. Klebeband, haben wir Klebeband? Klebeband? Ja, haben wir Klebeband? Wir haben gar kein Klebeband. Doch. Null. Nicht, nee. Das ist auch doch nicht wahr. Wieso haben wir kein Klebeband? Also in Forest hätten wir das schon gefunden. Ja, locker. Im ersten Koffer direkt. Ja, richtig. Das ist ja jetzt enttäuschend. Enttäuschend. Das ist doof. Okay, schade. Ich wollte uns nämlich gerade Alteisenbrustpanzer machen. So richtig fette Eisenpanzerbrüste. Aber wir brauchen für alles Klebebänder hier. Sobald wir Klebeband haben, kann man Klebeband herstellen? Nee, ne? Klebeband. Was brauchen wir dafür? Kleber und Stofffetzen. Kleber haben wir genug drin, glaube ich, tatsächlich. Ich habe 3 Kleber gefunden gerade. Aber wir müssen noch mehr Kleber haben. Ja, wahrscheinlich ist das noch in der anderen Truhe drüben. Ja, dann sollen wir da mal gucken. Stofffetzen. Wo sind die? Da oben 31. Okay, Klebeband. 3. Machen wir schon mal 3. Ich mach schon mal 3 Klebeband für später. Ja, geil. So. Okay. Gut, die hau ich hier schon mal rein. Klebeband. Klebeband. Hustete er. Meinte es aber nicht böse. Pflastersteine. Cotton Seed. Was ist denn mit dem hier eigentlich? Oh, eisenverstärkten Knüppel kann man wieder machen. Oh, cool. Der bringt auf jeden Fall mehr als die Axt, glaube ich, beim Zuschlagen, oder? Was können wir sonst mit dem Eisen machen? Ich gucke gerade mal, was wir mit dem Eisen sonst alles machen können. Aber da bleibt nicht so viel. Außer Stacheldrahtzaun ein bisschen. Stacheldraht. Kann Gegner verlangsamen, wodurch man einfacher mit ihnen fertig wird. Platziere ihn mit der sekundären Aktion. Stacheldrahtzaun, genau das gleiche. Was ist mit dem Woodspikes-Trap? Trap. Are your first and earliest line of defense. They slow down and damage enemies. Ah, they damage enemies. Enemies. Wie cool, dass man eine Mütze... Okay, man kann sich halt echt ein Motorrad craften. Und kann optional einen Einkaufskorb draufsetzen, damit man damit looten fahren kann. Tobi, ich brauche das. Wie geil ist das denn? Boah, das will ich machen. Das will ich auf jeden Fall mal machen. Muss mal eingeben, Taschenmotorrad. Ja, geil. Das ist ein Mini-Ding, weißt du? Voll cool. Voll, das ist mein Traum. So. Tobi, morgen müssen wir Bäume fällen. Okay, müssen wir das? Ja, also ich stelle die Spikes dann einfach schon mal um für den Blutmond da irgendwie. Bin mir nicht ganz sicher. Die Zombies kommen hier ja irgendwie offenbar gar nicht hoch, ne? Nee. Das geht ja alles über Leitern hier. Genau, das heißt... Dämlich für. Ja, warte mal ab. Blutmond, zack, könnte Leitern gehen. Fliegen. Ja, wahrscheinlich. Das heißt aber, wir können hier vielleicht... Ich weiß natürlich nicht, wo die reinkommen dann. Das wissen wir halt gar nicht. Wir können die aber immer hier hinlocken. Wo bist du? Hier. Hinter dir. Ach da. Oh, Alter, das dauert auch lange. Hey, was krieg ich denn da? Was ist das? Oh, Pflastersteine kriege ich hier raus. Cool. Nice. Soll ich hier nochmal eine Holzwand hinziehen? Wo denn? Eine doppelte quasi, hier an die Wand? Ja, kann man theoretisch machen, aber ich meine, im Grunde genommen ist es egal. Selbst wenn die angreifen, selbst wenn die irgendwo durch die Wand brechen, wir müssen nur gucken, wo wir diese komischen Spikes überplatzieren, weil die da Damage kriegen, werden... verlangsamt. Das heißt, wir müssen eigentlich den ganzen Boden hier unten voll machen, außer vielleicht einen Pfad, wo wir durchkommen oder so. Wenn wir den überhaupt brauchen, wir können außen Leute anbringen. Stimmt. Und dann bauen wir halt zu, gehen und dann gehen wir rein, oben hin.
Und dann können die wirklich Leitern klettern und kommen einfach von außen. Ding, ding, ding. Nee, aber ich glaube, das schaffen die nicht. Glaube ich auch nicht. So. La, 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 la. Boah, wie lange das hier dauert. Und sonst so. Ich wollte noch eine Eisenaxt machen eigentlich. Kann man das schon? Ich guck mal kurz, warte mal. Ich glaube nicht, ne? Steinaxt, eiserne Feueraxt, geschmiedetes Eisen. Ah. Kann noch ein bisschen dauern alles. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schmiede irgendwie. Oder wir müssten eine finden. Hast du nicht eine gefunden, die funktionell ist? Stimmt, ich kann die mal reparieren gehen. Warte mal. Ich habe das in der Reparaturkit, 3 Stück. Achso, geht das mit der defekten hier? Ich glaube ja. Ja, das wäre natürlich, puh. Warte mal, gucken wir das Reparaturkit anwendet. Ich habe keine Ahnung. Tobi? Ja. Ich habe das Gefühl, bei diesem Spiel verlieren wir die Zeit echt aus den Augen. Das ist gut möglich, Erik. Die Folgen sind alle viel zu lang. Das stimmt. Aber wir können jetzt ruhig noch 10 Minuten machen, weil länger. Länger was? Länger mache ich heute eh nicht. Machen wir ruhig jetzt noch 10 Minuten. Ja, gut. Aber wir sind schon mal 52 Minuten, weißt du, ne? Ja, dann machen wir die Stunde voll, komm. Oder wir können ja jetzt schon aufhören, aber. Ja, jetzt ist ja eh Nacht, da lohnt es jetzt gar nicht aufzuhören. Eben, die Nacht nehmen wir noch mit. Genau, das Gute ist, wenn wir dann in die nächste Runde starten, müssen wir nichts mehr und dann ist Blut wohnt. Ja, siehst du, das ist doch gut. Wie lange dauert das, dieses Ding hier zu verprügeln? Ich brauche nicht. Ich weiß nicht, wie ich das scheiß Reparaturkit einsetze. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Ich habe das Gefühl, ich mache hier irgendwas ganz grundlegend falsch oder es dauert da wirklich ewig lange, das kaputt zu kriegen. Warte mal, ich google mal schnell. Ja, yeah, 2 Zement. Hey, ich bin so glücklich. Reparaturkit, so. Ja, okay, das hau ich jetzt nicht kaputt, das dauert mir zu lange. Und sammle Mais. Was denn? Okay. Willst du auch? Ich komm gleich, Mann. Okay, warte. Oh, nee, die Steinaxt lasse ich mal lieber da. So. Hä? Ach toll, das kann man nicht auf die Feuerwehraxt hier benutzen, sondern das geht nur auf Waffen. Oh, nice. Also die Workstations kriegt man nicht wieder flott, oder was? Ne, ich wollte diese Eisenwaffe hier gerade, also die Eisenaxt eben bessern. Ah, okay. Also wieder reparieren, aber das geht nicht. Das geht nur mit Waffen, dieses Reparatur. Aber hier, da du öfter mal was abbaust, hier, nimm du sie. Wirklich? Ja, die hält eh nicht mehr allzu lang, aber nimm sie so lange. Na gut, ich werde vorsichtig. Ich mache nur Sachen, wo es wirklich zu lange dauert. Ja, habe ich auch nur gemacht. Okay, ich werde sie in Ehren halten, Tobi. Ja, geil. Ich halte sie in Ehren. Oh. Das ist aber ganz schön kalt hier draußen, sag mal. Ja, also ich friere nicht wirklich. Es sieht ein bisschen nebelig aus jetzt. Ich dachte, Winter is coming, aber irgendwie bleibt er weg. Winter. Okay, wir sollten dann bei uns erstmal die Kisten leer räumen aus dem alten Haus, ne? Das sollten wir auf jeden Fall auch noch machen, ja. Ja, okay. Ich habe meine schon so gut wie leer, da ist fast nichts mehr drin. Okimoki. So. Das Problem mit diesen Zombies ist ja, die können von allen Seiten angreifen. Denen ist das, glaube ich, relativ egal, ob irgendwo eine Tür ist oder eine Wand. Die brechen ja trotzdem durch. Ich habe halt auch noch nie im Blut gewohnt, was da genau passiert. Ich habe keine Ahnung, Mann. Es greifen, glaube ich, Summe X Zombies an und rennen halt alle zu dir. Die wissen, wo du bist und die wollen halt unbedingt zu dir und dich töten. Im Gegensatz zu den üblichen Zombies, die dich halt sonst nicht sehen oder bla.
Aber da kommt halt so und so viele Zombies, die einfach auf dich zugestürmt. Und ich glaube, das ist pro Spieler so viele Zombies. Wie soll man sich da denn verteidigen? Genau, darum geht's. Wir müssen jetzt erstmal eine Bastion aufbauen quasi, mit dieser Scheune hier vielleicht. Da müssen wir mal gucken. Gibt es, ich sag mal, ein Ende von diesem Spiel? Oder gibt es da irgendwie ein Ziel, was man verfolgt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also auf jeden Fall Survival und dann langsam Sachen bauen und so. Ich weiß aber nicht genau, ob man dann irgendwie ein Ziel hat, irgendwo einzubrechen. Aber wir haben ja hier oben Reise zur Siedlung. Also wir haben ja offenbar Quests. Okay, ja, stimmt. Ja gut, ist ja auch als Alpha, ne? Das darf man ja auch alles noch. Ja klar, nach 6 Jahren darf man nicht viel erwarten, ne? Ja, also mal gucken. Ich weiß halt selber nicht. Also es gibt offenbar Quests, das habe ich gesehen. Und man kann, ne, wir können auch Quests machen, damit XP sammeln und leveln und sowas, das geht schon alles. Vielleicht ist das doof, dass wir uns hier erstmal auf eigene Faust verschanzen, das kann natürlich auch sein. Eventuell wäre es gut, wenn wir zur Siedlung reisen, zum Blutmond. Und die Leute da verteidigen uns. Meinst du, dass da Leute sind, die uns verteidigen? Ja, wenn nicht, haben wir eine ganze Siedlung, die wir looten können. Das stimmt natürlich. So, Alter, das Feld hier. Ich finde, das spiegelt uns. Das spiegelt uns ein bisschen wider. Ach, ich weiß auch nicht. Was gut ist, wir können ja später selber wieder Mais einpflanzen, wenn wir rausgefunden haben, wie das geht. Das stimmt. Ist ja auf jeden Fall viel zu lernen hier. Und ich freue mich ja. Schon auf die Kommentare. Nur ein kleiner Tipp. Brrrrt. Ja. Da freue ich mich drauf. Oder ich kann gar nicht zugucken, wie dumm. Da freue ich mich ein bisschen. Oh, das ist ja Standard auf YouTube, ne? Kennt man ja. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich finde, wir wachsen ja langsam rein. Ja, anfangs war halt ein bisschen kritisch, weil es halt so extrem geruckelt hat. Ja, ja, ja. Was es wahrscheinlich jetzt wieder tut. Geht's aber mittlerweile. Ja, wahrscheinlich wird es wieder ruckeln, sobald mehr Zombies wieder da sind. Dann wird es wahrscheinlich schlimmer wieder. Ja, das kann natürlich sein, ja. Stimmt. Ich spiele mal Klavier. Ach, schön hier. Ja. Mehr kannst du aber auch nicht, ne? Nee, ich habe mein Klavier nur 3 Tasten. War ein günstiges. Das ist so ein riesen Flügel, da sind da so 2 Tasten an der 3. Hab ich bei Pearl bestellt. Ach die, Gott, Pearl. Die anderen Tasten sind instant ausgefallen. Ja, ich glaube ja. Ach du Scheiße. Mit dem guten Pearl-Katalog, wo immer echt interessante Sachen drin waren, aber halt die Qualität war immer so furchtbar. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, keine Ahnung. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat sich damals einen Gaming-PC über Pearl bestellt, hat mir ganz stolz erzählt, für 400 Euro. Das ist ja geil. Oh, das ist natürlich eine gute Idee. Er sagt, ja, der wurde voll angepriesen, das stimmt wohl das super Ding. Was soll da schon passieren? Ja, für 400 Euro, ey, da kriegst du heutzutage nicht mal bei einem High-End-Gaming-PC nicht mal einen Prozessor für. Du kannst ja eine Grafikkarte mit Glück. Ja. Obwohl, nee, die haben nicht sich, die Preise haben sich wieder beruhigt, ne? Ist ja, oder? Boah, ja, für so eine 2080 Ti zahlst du schon noch 1800 Euro. Okay, na gut. Ja, also. Hey, Tobi, das Feld ist leer. Das ist potenzieller Bauplatz, Erik. Okay, ich muss ein ganz kleines bisschen, ich level gleich. Oh, okay. Da muss ich mal ganz kurz eben hier, mal hier, am Haus ein bisschen. So. Ich bin so kurz davor, Toben. So kurz davor. Ich mach mal hier vom Haus ein bisschen Platz, ne, damit man auch sieht, wann die Zombies kommen. Ganz selbstlos. Ich würde mir glauben, vielleicht sinnvoll wäre, um unser Haus rum hier den Zaun noch 3 Lagen zu. Nee, da darf ich ja die Spikes machen, glaube ich, statt dem Zaun. Ja, genau, also eine Reihe Zaun, dann dazwischen Spikes, dann nochmal Zaun und nochmal Spikes. Das weiß ich nicht. Ob das was. Dass die halt echt lange brauchen, bis sie durchkommen. Wollt ihr was meinen? Und wir basteln uns irgendwo eine Leiter, wo wir dann einfach oben drüber über die ganzen Spikes kommen und zum Haus hin. Guck mal, da hinten das Feld ist so. Oh, ich bin Level up. Da hinten das Feld ist so hell erleuchtet. Stimmt. Das ist natürlich fast schon so ein bisschen Jesus-mäßig. So. Was ist denn hier? Fortitude Level 3. Okay, dann mach jetzt auch mal hier mehr HP. Hey, du siehst aus wie die Sandmenschen aus Star Wars, Alter.
Was machen Hunini. Die? Also, ach die, oh Gott, oh Gott. Mit dem. Oh, ich muss mal da gucken, ich habe das ewig nicht mehr geguckt. Ja, da brauche ich alten Teile, geil. Ich habe die neuen leider noch gar nicht gesehen. Überhaupt Ich auch nicht. Ich wollte mal irgendwann einen Star Wars Marathon machen, aber irgendwie hat sich noch nicht ergeben. Komm ich vorbei, guck mal zusammen. Ja, gerne, Tobi, gerne. Ich hab, wie gesagt, ich habe die noch nie geguckt jetzt. Ich habe immer nur gehört. Ich habe Episode 1 gesehen und danach halt keine mehr. Weil Jar Jar Binks, ganz ehrlich, ich konnte es einfach nicht. Hast du denn da eine Mondbande? Halt die Fresse. Was hat mit Star gemacht? Wobei halt so Darth Maul und sowas echt geil war, aber Jar Jar Binks hat halt echt ab. Ja. Halt, einen habe ich noch gesehen, wie hieß der nochmal? Wo sie Prinzessin Leia die Pläne bringen. Der neue. Rogue One. Habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, da scheiden sich die Geister. Die einen Star Wars Fans, ja, sagen, wow, geil, richtig, endlich mal wieder ein geiler Star Wars, richtig geil. Und die anderen sagen, boah, das ist echt voll schändlich, der ist richtig mies, das Übliche halt. Ich fand ihn echt gut. Ja, ist halt dieses Episode One Ding, ne? Da haben ja auch so viele gesagt, ah, ist scheiße. Es gab aber auch sehr viele, die gesagt haben, war gut. Also ich muss sagen, ich fand ihn halt echt. Oh, warte mal, ja, ich weiß, wir müssen gleich Schluss machen, aber ich wollte noch ein bisschen. Können wir noch Holz sammeln? Nee, ne? Wir wollten ja noch 10 Minuten, aber wir haben noch die 10 Minuten noch nicht voll. Die sind schon voll, doch. Wir sind bei einer Stunde, Erik. Aber, ja. Aber kann ich kein Holz mehr sammeln, meinst du? Ja, das ist Tobi? Ja. Irgendwer nimmt gerade Holz auseinander, höre ich gerade. Irgendeinen Zombie haben wir hier. Na gut. I kid you not. Ich weiß aber nicht, wo. Ach, hier draußen. Ja, Mensch. Ja? Guten Tag, die Damen und Herren. Oh. Na? Boah, Alter, scheiße. Ich hab... Ah, Hilfe, mein Dings ist kaputt. Nein! Was? Mein Knüppel ist kaputt. Brauchst du Hilfe? Okay, warte. Das sind ein paar mehr wieder. Mach mich nicht. Okay, ich wollte eigentlich was trinken. Und dann wollte ich ja Holz sammeln. Na, ich höre schon. Guten Tag. Ich höre schon. Weißt du, ein Tag vorm Blutmond, schon wieder. Vielleicht wollen die uns was schicken. Ich sollte gerade nicht runterspringen, oder? Sind das nur die beiden hier gerade? Sind nur die beiden, ja. Ich dachte, es wären mehr. Hä? Er liegt auf dem Boden und trifft mich trotzdem. Ist mich flachsen, Alter? Nee, draußen sind noch welche. Hör mal. Oh ja, ich hör's. Die kommen, versuchen von der anderen Seite reinzukommen. Ach, Freunde, was macht ihr denn hier? Ey, Schwabbel, immer. Alter, das sind wieder voll viele, Mann. Alles klar, die kommen also immer so intervallmäßig. Aber wahrscheinlich, damit es nicht langweilig wird, ne? Alter. Als ob es langweilig wird, weißt du? Da bin ich halt fast down, der Pisser. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Hey, eine Krankenschwester. Zwei Krankenschwestern schon wieder. Oh, die hat mich doch einmal erwischt. Aber. Tobi? Ja. Hat die dich getroffen? Bist du tot? Tobi ist nicht mehr. Hä? Wie ist das passiert? Ja, der hat mich zwei, dreimal getroffen, aber ich down, aber macht nichts. Weil ich bin jetzt aufgehielt jetzt wieder. Okay, krass. Wo liege ich ab hier? Ja, hier direkt hier. Was hab ich denn da jetzt für ein Symbol? Oh, ich bin krank. Oh nein. Wieso bin ich denn krank? Was ist denn? Your attributes are temporarily lowered. Try not to almost die for a while. That would be great. Okay, aber wieso bin ich denn jetzt krank? Ich habe nur Wasser getrunken. Wurde ich gerade vom Zombie gehittet und bin dadurch krank geworden? Was? Tobi? Tobi? Was? Wenn ich mich verwandle, bitte töte mich. Ich hab auf einmal so Hunger, Tobi. Ich hab auf einmal so Hunger. Erik? Mais. Menschenmais. Wieso schleppst du die Waffe mit dir rum, wenn du eh kein Ding jetzt dafür hast? Erik, weil ich. Das wirkt einfach, weißt du? Okay, klar. Verstehst du, was ich meine? Oh, da ist noch eine Krankenschwester. Ich nehme mal einen Empfang. Guck
Guck mal, irgendwas zu essen. Ich hab echt Hunger gerade. Macht die uns hier die Spikes kaputt. Oh, es sind sogar noch zwei Zombies. Gönnen wir uns noch was. Oh, warte, ich komme. Alter, ich hab mich auch wieder getroffen. Was ist denn da los? Jetzt müssen wir mit der Katze spielen da unten. Was bist du? Ich dachte gerade, da springt da ins Bild. Hallo, meine Schöne. Du machst mal den Power Slam, ne? Ja, bei denen schon. Kann man die Dinger hier einsammeln? Nee. Da ist noch jemand. Das kann nicht wahr sein. Ich höre sie im Felde. Na, du missgebohrt. Ich glaube, die bringen unsere Schweine hier nicht um. Okay, let's go. Ich repariere mal wieder ein bisschen hier. So, alles schön. Oh, Alter! Oh. Junge! Oh. Gesundheit, aber Alter! Oh, danke. Boah, der kam aber auch mit. Boah, ich konnte doch nicht mehr vorwarnen, ey. Boah, Alter. Oh. Mein lieber Freund. So, ja, danke. Oh. Ist echt lieb. Oh, die Tür. Du warst doch drauf. Die sind auch nicht mehr ganz fit, die Türen, ne? Hab die Türen repariert. Oh, ich kann die nochmal. Ich kann die nochmal verstärken, die Türen. Oh, wow, nice, mit Eisen. Wir haben ja auch jetzt Eisen. Stimmt, kann man das. Boah, nice. Ja, Alter. Oder? Kostet das pro Block ein Eisen? Es kostet minus 12 Eisen pro Block. Was? Minus 12 Eisen. Oh, wie übertrieben ist das denn? Da kommen drei Zombies, hauen zweimal drauf und dann ist es wieder offen. Warte, ich teste mal. Das dauert schon noch ein bisschen länger. Oh, reparieren kostet auch direkt ein Eisen. Ich habe einmal draufgehauen. Ja, gut, aber Eisen hast du ja gesehen. Wenn du da, wir machen mal so eine kleine Statue. Ja, soll ich das Eisen investieren hier in die Mauerung? In den Schutz? Ja, auf jeden Fall unten, ne? Wäre nicht schlecht, glaube ich. Ja, okay. Die ersten beiden Blöcke quasi. So. Oh, warte mal. Ich muss mal was testen. Ne, geht nicht, okay. Ja. Habe ich das ganze Eisen genommen oder nur ein Teil? Ich weiß es gar nicht. Okay, das war's. Mehr kriege ich nicht. Aber trotzdem. Was machst du denn da? Du isst hier. Was ist? Wühlt durch den Müll und frisst. Was ist mit dem Tobi? Ja, wir müssen noch sparen. Ach, ich habe kein Holz. Okay. Okay. Okay, wenn wir weiterspielen, brauchen wir unbedingt Holz für die Spikes. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja zum Glück noch bei der nächsten Aufnahmesession einen Tag Zeit. Wann geht denn der Blutmond los? Ist Tag 7 auch noch ein Tag oder ist das Wort ab Tag 7 geht's los? Nee, Tag 7 ist auch noch ein Tag. Also wir haben ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay, also quasi Mitternacht, siebter Tag ist dann Action. Weiß ich nicht. Also es wird Tag 7 und die Nacht von 7 auf 8, die müsste es eigentlich sein. Glaube ich. Okay. Ja, also okay. Schauen wir einfach mal genau. Vielleicht kriegen wir bis da noch die Wand verstärkt hier. Ja, Eisen haben wir leider keins mehr. Ja, da müssen wir entweder nochmal los. Vielleicht zieht einer los, oh, einer sammelt Bäume, irgendwie sowas, dass wir uns aufteilen. Ja, würde ich auch sagen. Und dann aber wirklich nur Eisen holen oder halt besonders interessante Gegenstände, aber nicht jeden Mist, den können wir später holen oder so. Ja. Genau. Okay, Tobi, dann würde ich schon mal sagen, tschüss, ne? Warte, ich komme nochmal nach unten. Ich dachte, ich mache mal mit der schönen Szene hier unten. Ah, schön. Ne? Ja. Nice. Also es hat doch Spaß gemacht am Ende, zum Glück. Tatsächlich ja. Also ich bin gespannt. Ne? Also es ist ein bisschen frustrierend manchmal mit den FPS-Breaks, wenn viele Zombies kommen, aber warten wir mal ab, wie es dann ist bei der nächsten Aufnahme. Jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen weiter drin und mal gucken, wir kommen ja immer weiter rein. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ne, ich auch. Ja, alles klar, dann vielen Dank an euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Drückt uns die Daumen und ich freue mich schon auf die Tipps aus den Kommentaren. Bitte nicht spoilern. Geil. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Es geht hier leider nicht so gut über Forschung. Stimmt. Schade. Hm.